So, einen wunderschönen guten Sonntag, meine Damen und Herren. Willkommen zurück bei Anno 1800, Staffel 3. Oh. Und was will ich machen? Ich weiß es nicht. Sind wir auf Expedition? Sind wir? Nur eine kleine Aufmerksamkeit. Danke, Bente. Ansonsten gehe ich... Und stellen Sie etwas Sinnvolles damit an. Gehe ich mal kurz durch. Du bist zu Hause. Du bist... Wo bist du? Da unten. Ah ja, stimmt. Ich wollte Menschen kaufen. Unterhaltskosten für Varieté. Nee. Unterhaltskosten für Polizei. Wohngebäude wird erhalten. Schnaps. Ah, aber nur Bauern und Arbeiter. Nee. Betonwerke, ganz weit weg. Und Getreide und Paprika farmen. Habe ich denn... Ist das Boot schon eingelaufen? Ach so. Sie überraschen mich. Oh, okay. Ich habe irgendeine Mission noch gehabt. Schön. Habe ich denn hier so einen... Michel? Wer ist denn das? Ich weiß nicht, dass bei den... Hier. Handelskammer heißt es. Nicht Michel. Ich hatte hier, glaube ich, noch irgendwo eine Handelskammer, oder? Da ist noch eine. Aber da bin ich eher bei der Schweine. Ja, gut, Getreide wäre hier oben. Ah ja. Und die wäre für... Ja, okay, Produktivität plus 10. Ah ja. I don't know. Aber warte, ich know, dass ich ganz kurz nochmal hier durchgehe. Aber es müsste eigentlich alles passen. Jupp. Sehr schön. Können wir auch gleich mal für Greywood gucken. Passt auch alles gut in Tremor. Wohnen noch keine Menschen. Gehen wir in die neue Welt. Da haben wir auf jeden Fall erstmal ein Schiff. Sind unterwegs. Was wir hier nochmal lang schicken. Bevor Herr Jean Fortune nämlich Krieg gegen uns führt. Mann, hier will ich hin. Ein Schmeicheln. Sparen Sie sich die Schleifen und Bänder. Sie sind ein sehr vernünftiger Mensch. Nochmal ein bisschen Geld ausgegeben für mehr Zufriedenheit und Sicherheit. Wie sieht's denn hier aus? Also, wir haben hier auf jeden Fall jetzt die Rumproduktion angeschmissen. Da haben wir, glaube ich, auch die Route, ne? Genau, Rum. Gut, und da wird Paprika und Fleisch rübergebracht. Das ist aber nicht so interessant für mich. Habe ich hier noch Missionen? Land of Lions, sehen Sie hier hin. Die Königin verschwindet. Ach ja. Segel! Ja, das ist ja die Mission, wo ich dann in die nächste Kartenwelt komme. Da will ich aber erstmal nicht hin. Ist hier irgendwas passiert? Nee. Ansonsten, Obreroth. Also die Rumproduktion läuft. Die ist ja für drüben. Was ist hier eigentlich noch? Achso, irgendwelche Sachen. Also. Irgendwelche Deko-Sachen. Ihr wollt jetzt wahrscheinlich langsam Taco, Tortillas. Ja, Tacos. Dafür brauche ich Fleisch und Mais. Achso, Fleisch kann ich natürlich immer anbauen. Ja, da brauche ich nicht gucken. Also ich bräuchte zwei davon, also vier davon und zwei Tortilla-Bäckereien. Wobei, was verbrauche ich denn gerade? Gut, Nachfrage ist auch hier exakt bei nischt. Ich denke, es sollte erstmal eine ausreichen. Dann würde ich einfach mal die Tortilla-Bäckereien. Hier hinten reinsetzen. Also zwei Rinderfarmen. Wobei, ich fange erstmal mit dem Mais an. Tja, Frankenfuchs. Oh, doch, sogar richtig rum. Cool. Vorsicht, Hefe. Hefe.
Vorsicht, Hefe. So, dann knallen wir hier so viel wie möglich hin. Numero due. Und so weit wie möglich. Eine Lager aus. Wobei, ich gucke erstmal, wie die Rinderfarmen aussehen müssen. Ich bezweifle, dass ich die da hinten hinkriege. Sechs Dinger. Dann bauen wir sie so. Einmal doppelt, hallo, Doppeldrehung. Und exakt das gleiche nochmal. Okay, es geht leider nicht anders. Wobei, wir könnten es auch so machen. So. Und zwei Tortilla. Bäckereien. Heißt das Bäckerei? Ja. Bestimmt falsch rum. Ja. Natürlich. Ja, so rum. Da, ah. Nee, das nicht. Verschieben. Achso, eine reicht ja auch. Stimmt. Ich brauche nur eine. Gut. Tortillas. Kommen auch. Bringt uns Obreros und Münzen. Gut, Obreros haben wir gerade mal, ich glaube, 4 Häuser. Wir haben auch zu wenig. Also müssen wir sowieso nochmal upgraden. So, jetzt haben wir auch erstmal wieder genug. Wobei, wenn die Tortillas kommen, dann steigert sich ja die Anzahl sowieso nochmal, ne? Komm, machen wir auch nochmal ein paar Obreros. Rathaus. Ich habe aber, glaube ich... Das ist von großer Bedeutung für Königin und Vaterland. Ja, komm. All die sagenhaften Länder existieren wirklich. Jo. Nun, halten Sie lieber die Feder oder das Schwert. Sie sind zu großzügig. Ja, ich will keinen Krieg haben aktuell. Ich möchte keinen Krieg haben. Alter, was war denn das für ein fieses Geräusch? Flaggschiff erwartet Anweisungen. Ja, also die Mission kennen wir natürlich auch. Passiert ja eigentlich irgendwas seit 12 Tagen auf hoher See? Nichts passiert. So, du hast aber nur hier so eine Items. Die interessieren mich eigentlich nicht. Steuermann? Ach Gott, Alter, das mit den... Mit den Upgrades ist nicht schön. Mit den Upgrades, mit dem... Links hier. Mit dem Bezahlen. Ach. Ganz ehrlich, ich glaube, ich schick mein Flaggschiff. Wo ist es denn? Das soll mal nach Hause kommen. Ich mache jetzt noch eine Mission. Das königlich. Wobei, kann ich nicht einfach noch... Ah, Linienschiff ist sowieso gerade in Mache. Na gut, dann können wir auch mit dem Linienschiff danach losziehen. Dann brauche ich mich darum ja nicht kümmern. So, also. Ihr bekommt hoffentlich demnächst dann eure Tortillas. Jawohl, da werden nochmal ein paar Handel abgeschlossen. Kann ich eigentlich auch hier Handel machen? Also bestimmt, aber habe ich irgendwas über? Bananen und... Bonchos können wir mal machen, also gebackene Bananen. Der Rest eher nicht so. Okay. Aber ich habe gesehen, die ersten Tortillas sind da. Ja, steigt auch. Sehr schön. Obreros und Münzen. 2500, auch gute Bilanz. Und wir machen hier sogar Plus auf Morakolao. Das freut mich auch. Kaffee gibt es erst ab 300 Obreros. Da sind Piraten. Ich würde noch ein bisschen erweitern. Mal hier nochmal ein Vierer-Rutsche. Street. Nee. Doch, Street. S für Street.
Und hier machen wir auch nochmal einen Viererschwinger. So, passt nicht ganz überein, aber egal. So, ihr müsstet eigentlich auch alle versorgt sein, ne? Dann kann ich nämlich noch mehr Obreros holen. Da müssen wir gleich auch die 300 vielleicht kriegen. Box Arena können wir dann, weiß ich nicht, vielleicht hier noch hinbauen. Mal schauen. Schade, das passt auch nicht. Na komm, steigert euch. Jetzt auf die 100%. Wir haben ja ein paar am Start, oder? Wieso habe ich denn eigentlich überall nur blaue Zahlen? So, Tortillas haben wir eigentlich Vierer. Ah, jetzt ja. Vom Stapel gelaufen. Linienschiff, so meine Damen und Herren. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Jawohl, wie heißt du? Silberstreif. Sieht ganz so aus, als wären deine Leute zum Kämpfen bereit. Land of Lions, ich mache erstmal das. Sie tun, was nötig ist, um Haus und Hof zu schützen. Ganz genau. So, wir nehmen mit Essen. Und zwar Fleisch wieder, weil dann haben wir gleich Kampfkraft mit dabei. Es reichen auch 20 immer. Da muss man nicht übertreiben, finde ich. Gulasch, aber bringt mir leider nichts. Heilkunst. Obwohl, bei, wir gucken erstmal die Items an. Ach, scheiße, ich kann keine Menschen mitnehmen. Navigation. Ich brauche unbedingt Menschen. Admiral auf der Brücke! Ich muss leider erstmal Menschen produzieren. So, was habt ihr denn für Aufgaben? Die Zeit ist jetzt. Du musst handeln. Erhebe dich. Erwache. Du musst dich dieser Sache mit Haut und Haar verschreiben. Reißen Sie ab, Kirche. Bauen Sie keine Kirche für 15 Minuten. Sanfte Sonnenstrahlen fluten die Lichtung. Ist auch nur Zufriedenheit, ne? Ja. Okay, können wir durchlaufen lassen. Und dann kriegen wir den Amigo da. Na? Man kann an allem Spaß finden, sogar an Botengängen. Nö, ich nicht. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Haben wir gute Menschen, einen Farmer. Kartoffelhof und Hopfenplantage. Kraftwerk kriege ich Öl. Reichweite Wirtshäuser, Brillenfabriken. Holzfällerhütten bringen Attraktivität. Ne, das sind alles keine Menschen, die ich will. Hat die eigentlich auch Menschen? Ne, die hat nur Tiere. Was ist das? Hölzerner Ring. Sag mal, ich wollte gerade sagen, hier wird doch mal irgendwas passieren. Der Vulkan. Erdstöße, Ascheregen, Lichtschein in der Nacht. Ein Vulkanausbruch. Die Insel war zu üppig und reichhaltig, um harmlos zu sein. Die für den fruchtbaren Boden verantwortliche Lava quillt aus dem Krater des erwachenden Vulkans und strömt auf den Dschungel zu, wo eine Gruppe ihrer Männer für die Nacht ihr Lager aufgeschlagen hat. Trotz der Dunkelheit zurück zum Schiff zurückkehren. Zum Schiff zurückkehren. Zurück zum Schiff zurückkehren. Seien Sie unser Leitstern. Das Schiff ist schnell gefunden. Der feurige Schein des Vulkans erleuchtet den Dschungel und eine Handvoll erfahrener Entdecker führt den Rest der Seeleute durch die Schatten und zwischen fliehenden Tieren hindurch zurück zum Schiff. Es lichtet den Anker vor der Kulisse der in Flammen gehüllten Insel, einem ebenso schrecklichen wie überwältigenden Anblick. Okay, keine Moral verliert, verloren. Und ja, sonst haben wir auch nichts verloren. Was ist denn hier los? Achso, ja. Ja gut, die 3%, ne? Ist ja immer noch wegen den... wegen dem Essen. So, habe ich denn jetzt die 300 endlich? No! 20 fehlen. Ergo... aber wir können jetzt wieder locker aufwerten. Machen wir die nächsten nochmal. So, jetzt haben wir Kaffee freigeschaltet. Goldminen. Aber Kaffee.
Oh, und wir haben eine Mission. Ich bin sicher, Sie können uns irgendwie helfen. Das bringt uns dem Traum näher. Ich soll ein Rathaus bauen. Na gut, machen wir. Kann ich nicht. Nein! Wie viel Zeit habe ich denn? Eine halbe Stunde. Gut, ich kann ja sowieso mal eine Runde Holz. Holz sei schon. Steine verbringen. Und das bitte nach Murakolao. So, dann schaffen wir das auch. Was kriege ich dafür? Achso, sieht man ja immer nicht, ne? Ja, Belohnung, Fragezeichen. Also irgendeinen Menschen werde ich dafür wahrscheinlich kriegen. Können wir auch hier ein bisschen Dekoration irgendwann mal machen. Aber erstmal, ja, Boxarena kann ich sowieso bauen. Brauche ich wahrscheinlich auch, ja, Steine dazu. Aber genau die 50 Steine kriege ich jetzt, ja. Café. Braucht auch Steine. Aber, ich sag mal, zwei Kaffeeplantagen, eine Kaffeerösterei. Und dann sollte es erstmal reichen. Bilanz, oder? Ja, easy. Easy. So machen wir das. Wo bauen wir? Also, was habe ich gesagt? Zwei Kaffeeplantagen. Ist... Sowas hatten wir hier noch. Hier nicht möglich, weil hier kein Kaffee angebaut werden kann. Cool. Gut, dann fangen wir erstmal an, diese Insel aufzubauen. Komme ich hier eigentlich entspannt hoch? So, dann zwei Holzfäller. Ja, 99% wird immer super. So, oder? Nee. Dickes Haus vorne. Yes. Und Sägewerke. So rum, richtig? Yeah. Okay, fehlen Arbeiter und ich habe keine Obreros. Ja, ich muss auf jeden Fall einen Marktplatz bauen. Mein Schiff ist fertig. Sehr gut. Wir haben auch alles erforscht. Kaufst du Sachen? Oh ja, sehr gut. Gut, dann musst du erstmal nach Hause kommen. Also Kaffee später. Sehr gut. Isabel Fermento hat Handel abgeschlossen. Ansonsten, ja, Boxarena. Ich kann Blueprint schon mal setzen. Ein letzter Blick. Stadt wird hässlicher. Zufriedenheit minus 5. Alter, ich habe 396 Punkte. Krass. Meinetwegen, komm. So, auch hier. Ah, halt, halt, halt. Das macht durchaus einen Unterschied. Ja, ja. Das darf ich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Hier einfach mal ein bisschen was hin. Auch mit einer Bank, auch sehr schön. Gefällt mir. Okay, und dann muss ich hier aber irgendwo nochmal einen Durchgang setzen.
Machen wir es so. Und ja, dann bin ich erstmal damit zufrieden. Hier könnte man theoretisch auch nochmal so eine Mauer ziehen. Was ist das hier eigentlich? Ach so, das sind hier schon. Ach, das sind Palmen. Alles klar. Gut, das wusste ich nicht. Ja, hier müssen wir mal gucken, ob es richtig rum ist. Aber ich würde behaupten, ja, passt. So, mein großes Schiff ist gleich da. Wo kommt's denn? Ach, da oben. Bereit für den Einsatz. Gut, also die können wir schon mal wegmachen. Dann gibt's mal, komm, wir nehmen mal 100 Bretter mit und bringen die mal rüber. Steuermann. Kann ich ganz schnell... Ach Mist, da brauche ich 10... Ziegel dafür. Frage ist... Na, ich kann hier keine Ziegel bauen. Auch hier nicht. That is ja bad. Ist das eine eigene Insel? Krass. Schön, gefällt mir. Hier ist auch nur ein einziger Konkurrent. Das ist auch ein bisschen krass. Dass hier nur der... Wir sind doch keine dummen Schafe. Nö. Was soll ich dann jetzt schon wieder machen? Unsere Geduld ist langsam am Ende. Och ey, Alter. Ihr übertreibt's jetzt aber auch alle mal langsam. Irgendwas Neues. Das ist unser gutes Recht. Ja, keine Ahnung. Irgendwas habe ich geschafft. Also irgendwas hatte ich nicht mehr, was die gerne weggehabt hätten. Wahrscheinlich war es die Kirche. Von daher interessiert es uns nicht mehr. So, das geht weiter. Was ist denn hier noch eine Mission? Achso, der Kulisma-Kanal. Ja. Königin verschwindet. Das ist das, was wir als nächstes Großes in Angriff nehmen. Ach, vorbei. Naja, ist egal. Ich würde das halt nach und nach entspannt machen, weil sonst klauen die mir die ganzen Inseln. Also ich würde hier erstmal ein bisschen Grund reinkriegen. Und dann können wir auch die Königin das machen. Das wäre der geeignete Ort für mein neues Bad. Ja, ja, wie schön, dass du mir dieses Fleckchen Erde überlassen hast. So, kaum drüber gesprochen, nimmt Bente sich gleich mal die erste Insel. Ein Konkurrent hat eine Siedlung. Ja, ja, ich weiß. Auf ihren Befehl. Auf ihren Befehl. So, muss nicht wirklich wegfahren. Ich muss mir überlegen, wo baue ich meine Stadt hin. Und zwar... Naja, warum eigentlich nicht, wa? Können wir sie hier hinten drin. Unaussprechliche Schrecken erwarten uns. So, warten. Apostasie. Die Mannschaft muss einen gemeinsamen Nenner finden. Ihre Besatzung wurde angeheuert, ohne ihre Abstammung oder ihren Glauben zu berücksichtigen. Und die Offiziere fragen sich nun, ob das vielleicht ein Fehler war. Nach wochenlangen Unwettern erleben die Gläubigsten unter den Seeleuten ihre Stimme. Erheben. Diese andauernde Bestrafung sei der unmissverständliche Ausdruck des Unmutes des Herrn über die Ketzerei an Bord. Es muss etwas geschehen, um die Gläubigen und Apostaten zusammenzuführen, bevor die Situation außer Kontrolle gerät. Das sagt mir irgendwas. Die Fanatiker davon überzeugen, toleranter zu sein. Das ist nicht einfach nur Aberglaube. Hat aber gepasst. Ihre Stellvertreterin wählt ihre Worte mit Bedacht. Wir müssen glauben, um zu triumphieren. Gott ist ein Kreis, dessen Mitte überall und dessen Grenze nirgendwo ist. Zitiert die ehemalige Anwältin und stellt dabei ihren eigenen Glauben zum Wohle aller zurück. Die Mannschaft hört ihr aufmerksam zu und wird sich einig, dass Skepsis in Glaubensfragen und auch in allen anderen Bereichen der Expedition nur schaden kann. Super. Ja, weiter geht's. Schnappet. Schnappet. Es mangelt an Arbeitskraft. Ah, Stoppi. Nee, hör mal auf. So, das muss auf jeden Fall gebaut werden. Warum ist
ist denn da eine Brücke? Das ist ja hier ganz kurioser Baustil, was ich hier hinhaue. Mal ungewöhnlich. Aber mal ein bisschen was anderes. Was ist denn hier los? Ja, ich weiß, hier fehlen Arbeitskräfte. Ich bin dabei. Erwarten neue Horizonte. Sehr schön. Fertig. Dann kannst du erstmal wieder nach Hause. Wir lassen hier... Gott, wo ist denn hier der Anfang da? Wir lassen hier nach und nach jetzt die Arbeiter einziehen. Wir können ja schon mal... Achso, ja, unzufrieden wegen Zeitung. Gebackene Bananen. Hier, Fischöl. Können wir nochmal zweimal setzen. Dann müssen wir noch auf die Bananen gehen. Bananen. Banana. Und zwei von denen. Obwohl jetzt. Ah, dann wird es schon ein bisschen kritisch. Sind diese Kolosse in Bewegung? Setz dich lieber in den. Ich finde das eigentlich so sogar schöner. Und dann knallen wir hier die Bananenplantagen hin. Will mal gucken, wie breit die ist. Richtig geraten? Absolut verkehrt rum geraten. 128. Da gibt es bestimmt auch irgendein Maß. Das ist es nicht. Können wir trotzdem setzen. Ja. Eins, zwei, drei. So, und das müsste dann exakt gleich aussehen, richtig? Ja. Gut. Also, gebackene Bananen hätten wir dann am Start. Bringt dann auch nochmal richtig Obreros. Wobei wir sowieso erstmal Obreros hinzufügen müssen. So, das hier wird... Was? Das hier wird Mittelteil. Hier können wir vielleicht auch noch ein paar Sondergebäude bauen. Also unter anderem hier Feuerwehr und sowas wieder. Oh, passt da sogar sehr gut. Ach, hier weiß ich manchmal, was vorne und hinten ist. Prinzipiell würde ich das immer andersrum bauen. Keine Ahnung. Obwohl eigentlich macht es doch so mehr Sinn. Ja, gut. Werden sie sich schon irgendwie einig werden. Ansonsten, das wird jetzt mehr... Oh, ich hoffe, dass wir auf die Anzahl kommen. Ansonsten müssen wir direkt nochmal ein paar setzen. Ja, gut, ist egal. Ach so, das geht gar nicht, weil da schon der Abgrund ist. Okay. Gut, die lassen wir erstmal ganz kurz für sich. Dann gehen wir mal in die alte Welt, gucken ganz kurz... Das ist manchmal bald fertig mit der... Ach, 10 Sekunden. Und dann können wir hier auch endlich wieder die Kirche bauen. Ja. Die Leute hier wieder zufriedener sind. Ach, jetzt muss ich da noch hinsegeln. Habe ich noch eins übrig? Geschick. Brillenfabriken. Wie viel Geld haben wir? 127. Geschick, Geschick. Oha. Guter Mann. 300.000. Kann nicht übernommen werden. Ach, das ist halt genau der richtige Mann für... Für den Hafen. Kann ich mir halt nicht ansatzweise leisten, aber... Sind unterwegs. Wäre genau der Mann. So,
Sag mal, ist dieses andere Schiff eigentlich mal mittlerweile hier? Auch nicht. Halt, habe ich noch 15 Minuten Zeit. Wir machen erstmal Schluss. Sehr gut, Anzahl Obreros erreicht. Jornaleros. Wir machen erstmal Feierabend. Sehen uns nächste Woche, nächsten Samstag wieder, 2015. Dann mit einer weiteren Folge Anno 1800. Dann haben wir hoffentlich endlich die erste zoologische Expedition fertig. Ja, vielleicht mache ich auch erstmal noch hier irgendwas Archäologisches, Zoologisches wahrscheinlich eher, weil ich habe zumindest schon mal den Zoo. Zwischenziel erreicht. Kleinstadt. Ja, und wir gucken einfach mal, ob wir vielleicht die ersten Mitarbeiter nochmal kriegen. Ne? Ich freue mich drauf und wünsche euch einen schönen Sonntagabend. Startet gut in die Woche und bis dahin. Ciao und tschüss.